Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Deutschsprachigen Khan Akademie und zum zweiten Video zum Thema Zinseszinsen. Im ersten Video haben wir gesehen, wie man Zinseszinsen grundsätzlich berechnet und wir haben sogar noch ein offenes Beispiel, das wir hier im zweiten Video lösen werden. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wie lange es denn dauert, bis sich deine Sparanlage bei einem bestimmten Zinssatz verdoppelt. Und die Frage haben wir auch schon im letzten Video angeschrieben, nämlich genau hier in Rot. Wie lange dauert es, bis sich mein Geld verdoppelt? Wir haben es auch schon mathematisch angeschrieben. Ich werde es hier unten allerdings nochmal mathematisch anschreiben, sozusagen als Einstieg für dieses Video. Außerdem habe ich dir versprochen, dass ich dir eine Methode zeige, wie du das ganz einfach schätzen kannst. Und zu dem kommen wir auch noch. Aber zuerst sozusagen noch einmal gehen wir das Ganze mathematisch, rechnerisch richtig durch. Und schreiben das ursprüngliche Beispiel noch einmal an, wo du 100 Euro hattest. Und ich war die Bank und habe dir einen Zinssatz von jährlich 10% angeboten. Also mal 1,1, das ist dieser Zinsfaktor, den wir im ersten Video besprochen haben, hoch n in dem Fall. N ist eine Variable, die ich gewählt habe, weil wir wissen ja nicht, wie viele Jahre wir die 100 Euro zu 10% anlegen müssen, sodass letzten Endes 200 Euro herauskommen. Wir wollen ja dein Geld verdoppeln. Wir haben auch schon gesehen, dass wir diese Gleichung etwas vereinfachen können, indem wir beide Seiten durch 100 dividieren. Dann kommt 1,1 hoch n ist gleich 2 heraus. Und wenn wir jetzt nach n auflösen, müssen wir logarithmieren. Das ergibt n ist gleich der Logarithmus von 2 zur Basis 1,1. Und das können wir jetzt nicht mehr weiter im Kopf berechnen, das müssen wir in den Taschenrechner eingeben. Um das aber in den Taschenrechner eingeben zu können, müssen wir das auch noch vorbereiten, weil die wenigsten Taschenrechner, zumindest kein Taschenrechner, den ich kenne, haben eine Logarithmusfunktion zur Basis 1,1. Die meisten Taschenrechner haben eine Logarithmusfunktion zur Basis 10 oder auch zur Basis 2, aber eine Logarithmusfunktion zur Basis 1,1 haben die wenigsten. Daher bereite ich das noch einmal taschenrechnertauglich auf und da ergibt sich n ist gleich der Logarithmus von 2 zur Basis 10 durch den Logarithmus von 1,1 zur Basis 10. Diese beiden Ausdrücke sind mathematisch ident und du kannst dir gerne in einem anderen Video ansehen, wie das mit dem Logarithmieren funktioniert und wie diese Umformung funktioniert. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass wir diese untere Logarithmusfunktion in den Taschenrechner eingeben können. Und das werden wir jetzt auch gleich machen. Und hier unten ist genau diese Logarithmusfunktion zur Basis 10, die wir suchen. Und das geben wir jetzt ein und zwar geben wir 2 und davon suchen wir den Logarithmus zur Basis 10 und dividieren das Ganze durch 1,1, genauer durch den Logarithmus von 1,1. Und wir sehen, das ist sozusagen genau die Rechnung, die wir hier durchführen wollen. Drücken auf ist gleich, sehen, dass 7,27 herauskommt und ich werde das sozusagen etwas gerundet anschreiben, nämlich als 7,25, denn so können wir sagen, es dauert 7,25 Jahre, bis sich deine Einlage von 100 Euro bei einem Zinssatz von 10% verdoppelt. Also 7,25 Jahre. So lange braucht es, bis aus 100 Euro 200 Euro werden, aufgrund von Zinsen, die du von mir erhältst, aufgrund von Zinsen und Zinseszinsen. Weil wenn wir uns ans erste Video zurückerinnern, dort haben wir gesehen, dass im ersten Jahr Zinsen anfallen und ab dem zweiten Jahr erhältst du auch Zinsen auf deine bereits erhaltenen Zinsen, also Zinseszinsen. Und wie versprochen, zeige ich dir jetzt eine Möglichkeit, wie du dieses Beispiel lösen kannst, ohne so komplizierte Berechnungen mit Logarithmusfunktion anstellen zu müssen, beziehungsweise wir haben dann auch noch umgeformt für den Taschenrechner. Das geht auch sehr viel einfacher, wenn es darum geht, hier nur ein ungefähres Ergebnis zu schätzen und das sehr schnell. Das kannst du nämlich mit der sogenannten 72er-Regel durchführen. Diese 72er-Regel wird sehr häufig bei der Zins- und Zinseszinsrechnung verwendet, eignet sich sehr gut, um schnell zu einem Ergebnis zu kommen, also zu einer Schätzung zu kommen, die sehr genau ist und kannst du zum Beispiel auch anwenden, um deine
Berechnungen überschlagsmäßig zu kontrollieren, also mit so einer Überschlagskontrollrechnung das Ganze noch einmal für dich zu kontrollieren. Und die 72er-Regel sagt, nimm die Zahl 72, dividiere sie durch den Zinssatz, und in dem Beispiel hatten wir einen Zinssatz von 10%, und hier müssen wir wirklich die 10 so in den Nenner hinschreiben. Und das ist es auch schon. Und wenn wir das durchdividieren, das geht sehr einfach im Kopf, kommt 7,2 heraus. 7,2 Jahre. Denn die Zinsen waren ja 10% per anno, also 10% jährlich. Daher ist das Ergebnis auch in Jahren zu sehen. Und hier kommt 7,2 heraus. Und wir sehen sofort, das Schätzergebnis von 7,2 liegt wahnsinnig nah bei dem rechnerischen Ergebnis von 7,25. Also diese 72er-Regel scheint erstens sehr schnell zu funktionieren. Wir haben das ganz einfach im Kopf rechnen können. Und zweitens scheint sie auch sehr genau zu sein. Und das funktioniert sozusagen für jeden Zinssatz. Wenn wir zum Beispiel 6% hätten, würden wir 72 durch 6 nehmen. Und das ergibt 12 Jahre. Auch das können wir sozusagen im Kopf rechnen. Und auch hier kommen wir auf ein sehr genaues Schätzergebnis. Und wie genau das funktioniert, also wie genau unsere Schätzungen am tatsächlichen Ergebnis liegen, können wir uns hier unten ansehen. Hier habe ich nämlich eine Übersicht vorbereitet. Links eine Tabelle und rechts das dazugehörige Diagramm. Und links in der Tabelle stehen in der ersten Spalte die Zinssätze von 1 bis 25 untereinander angeschrieben. Wir wollen uns nämlich anschauen, auf welches Ergebnis wir kommen bei einem Zinssatz von 1%, bei 2%, bei 3% bis runter bis 25%. Und hier in der zweiten Spalte sehen wir das mathematisch-rechnerisch richtige Ergebnis, wenn wir herausfinden wollen, wie lange es bei einem bestimmten Zinssatz dauert, bis sich deine Spareinlage verdoppelt. Also ich habe es ja in der Überschrift angeschrieben, Zeit zum Verdoppeln mathematisch. Ich rahme es hier nochmal rot ein, denn im Diagramm ist die Linie, wo die mathematischen Ergebnisse eingetragen sind, auch rot, und schreibe es hier sozusagen nochmal dazu, mathematisch. Das heißt, bei 1% braucht es 69,66 Jahre, bis sich deine Spareinlage verdoppelt. Bei 25% Zinsen jährlich braucht es nur 3,11 Jahre, bis sich deine Spareinlage verdoppelt. Und hier im Diagramm ist das genau dasselbe eingezeichnet. Hier unten haben wir die Zinssätze. Hier links haben wir auf der vertikalen Achse die Jahre. Und die rote Linie gibt die Ergebnisse wieder, die wir erhalten, wenn wir uns das mathematisch ausrechnen. Also mit dieser Gleichung, die diese Logarithmusfunktion beinhaltet, wie wir es gerade eben vorhin gemacht haben. Und wenn wir uns das für ein Beispiel ansehen, nehmen wir an, wir möchten uns das für 4% einmal ansehen. Und 4% sind hier. Ich habe die Linie auch erst begonnen sozusagen einzutragen ab 4%. Um es übersichtlich zu halten. Das heißt, das ist dieser erste rote Punkt hier, den wir betrachten wollen. Und wenn wir uns das anschauen, wie viele Jahre das sind, sehen wir, das liegt irgendwo zwischen 20 und 15, etwas näher bei 20. Das heißt, das dürften tatsächlich diese 17,67 Jahre sein, die es benötigt, bis sich dann eine Spareinlage bei einem Zinssatz von jährlich 4% verdoppelt. Hier in der dritten Spalte, und das zeige ich jetzt grün an, haben wir die Ergebnisse, die Schätzergebnisse, mit der wir mit der 72er-Regel kommen würden. Also die Anwendung der 72er-Regel. Und bei 10% haben wir es ja schon gesehen, kommt 7,2 raus. Bei 1% würde 72 herauskommen. Das heißt, es würde 72 Jahre dauern bei Anwendung dieser Schätzmethode. Also das wäre unsere Schätzung, bis sich deine Spareinlage bei einem Zinssatz von 1% jährlich verdoppelt. Und zeichnen wir auch hier einen Wert ein, dass wir ein Gefühl dafür bekommen. Nehmen wir gleich diese 10%, die wir aus dem Beispiel kennen. Und ich habe deswegen auch die Farbe grün genommen, weil hier die Schätzergebnisse der 72er-Regel auf der grünen Linie sind und 10% sind hier unten angeschrieben. Das heißt, wenn ich das hier hinauf verfolge bis zur grünen Linie,
und das hier auf der vertikalen Achse auch eintrage, dort wo die Jahre angezeichnet sind, sehen wir, das liegt wirklich zwischen 10 und 5, etwas näher noch bei 5, das heißt, das könnten wirklich diese 7,2 Jahre sein. Diese Grafik, die können wir also sehr gut verwenden, um uns hier einen Überblick zu verschaffen über diese 72-Regel bzw. auch über die mathematisch richtigen Ergebnisse. Weil wir sehen sofort, dass die 72-Regel sehr genau arbeitet. Die zwei Linien, die rote mit den mathematisch richtigen Werten und die grüne mit den Schätzwerten, liegen wahnsinnig nah beieinander. Sie überschneiden sich in einem Punkt sogar, aber ansonsten liegen die Werte sehr eng beieinander. Das heißt nichts anderes, als dass dass wir mit der 72er-Regel auf Ergebnisse kommen, auf Schätzergebnisse kommen, die sehr nahe an den rechnerischen Ergebnissen liegen. Und das können wir uns auch mathematisch ansehen. Wenn wir hier zum Beispiel die zweite und die dritte Spalte vergleichen, sehen wir, dass die mathematischen Ergebnisse sehr wenig und nur geringfügig von den Schätzergebnissen mittels der 72er-Regel abweichen, also nur sehr gering. Hier 69,66 bei 1%, bei der 72er-Regel würden wir auf ein Schätzergebnis von 72 kommen. Also das ist sehr wenig. Hier bei 8% zum Beispiel. Mathematisch würden wir auf 9,01 kommen. Und hier rechnerisch, also hier mit der 72er-Regel, würden wir 9 schätzen. Also tatsächlich weicht das nur sehr wenig voneinander ab. Und das sehen wir auch dann, wenn wir hier so eine Vergleichszahl errechnen. Und diese Vergleichszahl habe ich in der dritten Spalte angeschrieben. Auf diese Vergleichszahl kommen wir, wenn wir den Zinssatz aus dieser ganz ersten Spalte hier mit den mathematisch richtigen Werten multiplizieren, kommen wir auf diesen Vergleichswert. Und das können wir mit der Zahl 72 vergleichen und sehen auch, dass hier die Zahlen tatsächlich nur sehr geringfügig von der Zahl 72 abweichen. Hier bei 1% 69,66, bei 25% ist diese Vergleichszahl bei 77,66, also sehr nahe bei der Zahl 72. Das heißt auch, dass wir sagen können, dass die 72er-Regel sehr gut funktioniert. Und zum Ende dieses Videos möchte ich dich auch noch auf etwas aufmerksam machen, nämlich auf das, dass bei der Zinsrechnung wirklich jeder Prozent wichtig ist. Wenn wir uns das hier ansehen und sagen, dass es bei 1% 69,66 Jahre dauert, bis sich deine Spareinlage verdoppelt, und bei 2% nur 35 Jahre, also nur halb so lange dauert, dann ist es völlig klar, und wir sehen hier auch sofort, dass es hier wirklich jeder Prozentsatz oder jeder zusätzliche Prozent bei der Zinsrechnung wichtig ist. Das ist vor allem, also dieser Effekt hier ist vor allem dann sehr groß, wenn wir es mit niedrigen Zinssätzen zu tun haben, aber als gewöhnliche Bankkunden werden wir üblicherweise immer mit geringeren Zinssätzen zu tun haben, und da wollte ich dir nochmal zeigen, dass hier durchaus jeder Prozent mehr oder weniger entscheidend sein kann. Und damit verabschiede ich mich auch schon aus diesem Video. Ich hoffe, mit dieser 72er-Regel kannst du gut Aufgaben schätzen bzw. auch deine Berechnungen kontrollieren. Ich wünsche dir viel Spaß damit und verabschiede mich. Tschüss!